sei darauf hingewiesen, dass es insbesondere zwei Begriffe, zwei Wortwurzeln im Hebräischen gibt, die so etwas wie Hilfe und Beistand ausdrücken. Das eine eben diese Wurzel, von der Jeschua abgeleitet ist, also Yashar, Yoshar. Das andere, die Wurzel Aizer, Auser oder Ezra, also wie der Name Ezra kommt daher, das Wort im Schöpfungsbericht, wo die Frau gegenüber dem Mann gestellt wird, aus der Seite genommen. Da wird gesagt, es soll ihm eine Hilfe ihm gegenüber sein. Da wird auch dieses Wort Aizer benutzt. Aizer konegdo, eine Hilfe wie sein Gegenüber, wortwörtlich, ungefähr. Also diese Art von Hilfe ist das, was die Frau dem Mann gegenüber ist, das Weibliche dem Männlichen gegenüber, die eine Seite der anderen Seite gegenüber. Es ist also auf derselben Ebene angesiedelt. In dem Sinne könnte man sagen, dieses Aizer ist eher eine innerweltliche Hilfe, ein innerweltliches Beistehen. Auch der Name El-Azar, Eleazar, der Priester, also der Hohepriester, der Sohn von Aaron, nachdem Aaron an ihn dieses Amt weitergegeben hat, ist auch von diesem Aizer abgeleitet, also von dieser Hilfe auf derselben Ebene, auf Augenhöhe könnte man sagen, so wie eben die Priesterschaft unter den Menschen etwas ist, wo Menschen für Menschen eintreten, wo Menschen für andere Menschen eine Vermittlerrolle mit dem Himmel einnehmen, wo aber diese Hilfe eben auf derselben Ebene, auf dieser mitmenschlichen Ebene ist. Und in dem Sinne könnte man eben auch sagen, dass es eher die weibliche Seite der Hilfe ist, also die irdische Seite gegenüber der anderen Seite, der männlichen Seite, was die himmlische Seite der Hilfe ist. Das eine oder das andere ist nicht dem anderen in dem Sinne vorzuziehen. Beides hat sozusagen seinen Platz in dem Gesamtgefüge von Himmel und Erde. Und so wie eben Mann und Frau nicht eines dem anderen vorzuziehen ist, sondern einfach zwei Seiten einer Ganzheit sind, so ist es auch bei diesen zwei Aspekten von Hilfe, Errettung und Beistand. Also diese Aizer, diese Hilfe auf der eher weltlichen, irdischen Ebene, ist gerade nicht das, was in dem Namen Jeshua drin steckt, sondern das steckt zum Beispiel in dem Namen Lazarus drin. Lazarus ist auch Eleazar, das ist einfach die griechisch-lateinische, ja, Verballhornung oder sagen wir einfach Umschrift von diesem hebräisch ursprünglichen Namen Eleazar. El, da auch eher dieses El von Elohim, also die Mannigfaltigkeit Gottes, eher so diese El ist auch die Anziehungskraft, das El heißt auch hin zu etwas. In dem Sinne ist der Gottesname El, der in solchen Namen für Menschen dann auftritt, auch wieder eher der Bezug zu dem Göttlichen, was sich sozusagen als das umfassende Naturgesetz zeigt, wie eben die Anziehungskraft, sondern das Sein selbst ist dieses Yod-Heh-Vav-Heh. Das ist wirklich das, was eben dem Menschen allein vorbehalten ist, diese von innen her sich ihm offenbarende Realität des Ewigen, des Göttlichen. Und von dem her kommt dann eben auch diese Hilfe im Sinne von Jeshua, im Sinne von Joscha, im Sinne dieser anderen Seite, dieser männlichen oder dieser himmlischen Seite des Beistandes, der Hilfe, der Errettung. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen aus einem Feuer, aus einem Haus, was in Flammen steht, unter Lebenseinsatz rausrettet, dann ist es Aizer, dann ist es diese weltliche Hilfe. Wie man an diesem Beispiel hoffentlich sieht, es ist keineswegs irgendwie eine gering zu schätzende Art der Hilfe, sondern eine sehr, sehr wichtige. Gerade die, zu der wir unter unseren Mitmenschen zueinander berufen sind, sozusagen. Aber etwas völlig anderes ist die Hilfe, die uns eben durch Jeshua und durch Gott überhaupt, durch den Himmel zuteil wird, als das Errettetwerden nicht innerhalb der Welt, aus einer Gefahr innerhalb der Welt, in eine relative Sicherheit, immer noch innerhalb der Welt, wie im Beispiel mit dem brennenden Haus, aus dem man herausgerettet wird, sondern die himmlische Errettung, der himmlische Beistand besteht eben gerade darin, aus dieser Welt heraus errettet zu werden, was nicht zwangsläufig heißen muss, aus der Welt weggenommen zu werden, wie er Christus auch seinen Jüngern in einer seiner Abschiedsreden auch eindringlich versucht mitzuteilen und klarzumachen, dass zwar man ausgesondert ist aus dieser Welt heraus, errettet ist aus dieser Welt, dadurch nicht mehr von dieser Welt ist, als ein wahrer Jünger Jesu Christi, als ein Erweckter durch den Messias oder ein
Lernender vom Messias, sondern dass man zwar nicht von der Welt ist, aber immer noch in der Welt hier eben dieses Licht des Messias, das Licht auch der Tora, der Weisung des ewigen Leuchten lässt, im Optimalfall, für alle Welt, so dass Israel diese Leuchte auch für alle Völker ist. Und Israel und die Jüngerschaft des Messias sollte eigentlich eins sein. Aber natürlich in der Weltgeschichte gibt es eine Spaltung und das ist auch richtig so, sonst wäre es nicht so. Da haben wir wieder Elohim, alles in der Natur und die Kultur ist letztlich auch eine Art, ja, eine Ausprägung von Natur in gewissem Sinne und alle menschliche Kulturentwicklung und Geschichte und Historie, die damit einhergeht, hat also auch ihren Ursprung in dieser umfassenden Naturgesetzlichkeit, die eben als Elohim das Göttliche repräsentiert. Aber gerade da, wo wir auf Gott in seiner Yod-Heh-Wav-Heh-Dimension, sagen wir mal, oder Essenz blicken, uns ihm so in diesem Sinne, mit diesem Namen nähern, dort ist eben kein Unterschied zwischen Israel und der Jüngerschaft Jesu Christi. Aber um nicht wieder zu weit abzuschweifen, also Jehoshua, gerade dieser Beistand des Ewigen, der eben das Erretten aus dieser Welt heraus, hinaus ist, das Himmlische errettet werden, das aus dem Himmel, das Eingreifen der Himmel in diese irdische Sphäre, das drückt sich aus im Erleben des Messias, der eben deswegen genau diesen Namen als Mensch trägt, getragen hat, auch historisch, zumindest wenn man das glaubt. Manch einer mag sich dem verweigern, daran kann ich auch nichts ändern, daran kann niemand, kein Mensch etwas ändern. Zu seiner Zeit wird jedem der Blick auch dafür gegeben werden, so Gott will. Und deswegen hat eben diese menschliche Erscheinungsform des Christus, des Messias, des Gesalbten, also den Namen Jesus, den Namen Yeshua, den Namen Jehoshua, den Namen der ewige Yod-Heh-Wav-Heh, steht bei, errettet vom Himmel her, aus dieser Welt heraus, aus dieser irdischen Sphäre heraus, gibt uns die Kraft des Himmels in diese irdische Sphäre hinein auch. Er steht uns bei, er ist das Heil, das himmlische Heil, nicht das Heil hier in dieser Welt, das auch nicht unterschätzt werden soll, aber etwas anderes ist, auf einer horizontalen Ebene nur ist, Ezer, dagegen Yosha ist das Vertikal, das Senkrechte errettet werden, von unten nach oben gezogen werden und gleichermaßen das von oben nach unten ergriffen, erfasst werden vom Himmlischen, vom Ewigen. Das also ist Yeshua,